Mit Release der C&C Ultimate Collection auf Steam hat EA das Feuer für die Command & Conquer Serie neu entfacht, sich allerdings augenscheinlich gar keine Mühe gegeben, wie man vor allem an Generals sehr gut sehen kann. Denn dieses Spiel ist zwar wie auch sein Add-on in der Kollektion enthalten, funktioniert aber schlichtweg auf modernen Windows-Betriebssystemen gar nicht. Also muss die Community wieder ran, die aber auch dieses Spiel mit Bravour nicht nur lauffähig gemacht, sondern auch an vielen Stellen deutlich verbessert hat. Command & Conquer Generals brachte einen erfrischend neuen Wind in die Serie und thematisierte mit seinem Release nicht einmal 6 Monate nach dem Terroranschlag von New York auf das World Trade Center auch ein sehr realitätsnahes Setting. Grund genug für die deutsche BPJM, das Ding direkt komplett aufgrund Kriegsverherrlichung zu indizieren und aus dem Verkehr zu ziehen. So musste EA eine extra geschnittene Generäle-Version mit Cyborgs und Co. für Deutschland anpassen, welche überhaupt gar keinen Sinn machte und somit ein Rückfall in längst vergangene Zeiten bedeutete. Aber gleich vorab, mit diesem Tutorial werden wir auch diese Kürzung problemlos rückgängig machen, da die Indizierung bereits 2013 komplett zurückgenommen wurde. Dieses Tutorial basiert auf der neuen Steam-Version, sollte aber auch mit allen anderen Versionen funktionieren, was ich aber nicht testen konnte. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ihr die Spiele zwar installieren konntet, aber bei euch, wie auch bei mir, beide Versionen direkt beim Start crashten und ihr deshalb jetzt hier seid. Hi. Sämtliche Optimierungen der Community aus den letzten Jahren wurden im sogenannten Gene Patcher zusammengefasst, den ihr euch auf legi.cc/download/genepatcher herunterladen könnt. Bevor ihr den Patcher für Generals und Zero Hour installieren könnt, müsst ihr aber die beiden Spiele mindestens einmal gestartet haben, damit diese vom Patcher-Installer erkannt werden können. Sprich, ihr lasst die Spiele einmal crashen, wodurch wenigstens die Steam-Installation vollständig abgeschlossen wird. Nach der Installation des Gene-Patchers, für den ihr, by the way, Admin-Rechte benötigt, landet ihr an einem Launcher, in dem ihr diverse Optimierungsschritte vorgeschlagen bekommt. Unter Fixes, mit einem Klick auf den fetten roten Button, macht ihr das Spiel im Prinzip direkt unter 64-Bit-Betriebssystemen lauffähig. Damit aber nicht genug, wird auch direkt Widescreen-Support, erweiterter Zoom und höhere Auflösung ergänzt. Unter zusätzliche Inhalte bietet es sich an, die überarbeitete Control Bar Pro zu installieren, die speziell für 16:9 Auflösungen angepasst wurde. Mit dem Gene Launcher macht ihr den Weg für diverse Mods frei und über das Gene Tool ergänzt ihr im Spiel noch zusätzlich eine ganze Palette an weiteren Funktionen, wie zum Beispiel einer FPS-Anzeige oder der Möglichkeit, das HUD temporär komplett auszuschalten. Den Sinn des German Uncut Patches habe ich bereits eingangs erklärt und über Hotkey Profil gibt es dann auch noch diese in verschiedenen Ausführungen. Last but not least findet ihr dann unter World Builder den optimierten und erweiterten Karteneditor. Im Reiter Maps gibt es dann dazu noch eine ganze Menge zusätzlichen Content und unter Online-Spielen findet ihr auch den Weg zu einem funktionsfähigen Multiplayer. Wenn ihr euch dann euer persönliches General zusammengeklickt habt, könnt ihr das Fenster einfach schließen und das Spiel ab hier dann problemlos genießen. Übrigens habe ich auch ein weiteres Tutorial zu Tiberian Sun und Red Alert 2 im Angebot, schaut doch hier gerne mal rein. Aktuell befindet sich die Zocker-Lounge in ihren C&C-Wochen, in welchem wir die Serie neben solchen Tutorials auch aus der Retro-Perspektive beleuchten und uns in den kommenden Tagen auch mit den unzähligen Mods und Remakes beschäftigen werden. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst gerne ein Abo da und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal, Commander. Der Raub der Massenvernichtungswaffen der westlichen Allianz spricht eine mehr als deutliche Sprache. Weitere Berichte werden womöglich etwas schwierig.